wir haben die Speisekarte in Probierungen gemacht von veganer Küche, vegetarischer Küche, Fluss und Meer, Weide und Stall sowie unsere süße Verführung. Dann haben wir eine grüne Karte und eine Karte für ganz schnelle Gerichte. Wir haben von Montag bis Freitag Frühstück von 6:30 bis 11 Uhr und Samstag, Sonntag bis um 15 Uhr. Die Highlights sind sicherlich unter anderem Privatkoch bei der Familie Gunter Sachs. Auf Costa Bruchlands war ich Executive Chef und das war sehr eine schöne Zeit und war sicherlich eine sehr lehrreiche Zeit. Das gefällt mir ausgenommen gut, denn es ist wirklich auf alles geachtet worden. Es wurden die historischen Elemente erhalten, aber man hat auch versucht, einen gewissen Schick reinzubringen. Und das ist etwas, das kann sich im Klosterneuburg sehen lassen. Wir sind ja alle als Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger anspruchsvoll, aber das, glaube ich, wird hier wirklich erbracht, dieser Anspruch. Und jetzt kommt es halt dann darauf an, wie schmeckt das Bier, wie schmeckt das Gulasch, und dann wird es auch klappen. Wir erhoffen uns auf jeden Fall, dass dieses Lokal zur Belebung der Stadt beiträgt. Wir haben auch deswegen einen Schanigarten stark unterstützt, damit alles Umliegende, alle Geschäfte und so weiter wirklich auch gewinnen. Weil wenn sich hier viele Menschen bewegen am Stadtplatz, hat jeder was davon. Und ich glaube auch, dass gerade die Quirligkeit von Nora Frey dazu beitragen wird, dass Klosterneuburg hier wieder ein Schmuckstückchen hat, das uns bekannt macht. Also zunächst wünsche ich einmal, dass alles fertig wird, aber das ist immer so, am Anfang muss man natürlich alles einrichten, das ist nicht so einfach, aber das wird schon gelingen. Und zum anderen die Ausdauer, hier an dem Standort zu realisieren. Und am Schluss soll natürlich am Konto was überbleiben, weil jeder, der wirtschaftet, will ja was davon haben.